Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf der Expo Real, Tag 3 der großen Messe im TV-Studio, das gemeinsam vom ZIA, Zentraler Immobilienausschuss, und von Immobilienmanager Verlag hier auf der Messe betrieben wird. Ich begrüße heute Dr. Mattner, Präsident des ZIA. Herzlich willkommen, dritter Dankeschön. Messetag. Ja. Ein langer Weg liegt hinter uns. Kurzer Eindruck von der Messe? Also ich bin positiv gestimmt. Es sind natürlich viele Leute mit unruhigen Erwartungen hierher gekommen. Wir verraten kein Geheimnis, dass die Turbulenzen im Finanzmarkt, die Turbulenzen des DAXes viele beeindruckt hat. Und die große Frage, die sich viele stellen, die vielleicht genau jetzt zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, gestern, vorgestern eine Rolle spielten, ist, wird sich das in die Realwirtschaft umschlagen? Und ich glaube, wir können schon ein wenig Entwarnung geben. Wir haben auch viel Optimismus auf dieser Messe verspürt und ja, nicht zuletzt, ja, gerade der deutsche Immobilienmarkt ist ja auch ein stabiler Faktor in dem Ganzen, sodass ich das Ganze sehr positiv sehe. Gut, wenn man Bedenken gehört hat, dann war es häufig auf Seiten der Banken, die befürchten, dass die Regulierungsmaßnahmen, die beschlossen wurden oder noch werden sollen, die Kreditvergabe erschweren und verteuern. Wie groß ist die Gefahr, dass auf der Regulierungsseite die Wirtschaft abgewürgt wird? Das ist in der Tat eine Sorge, die wir haben, ganz ohne Frage. Die Turbulenzen begannen ja im August. Am 1. August stand der DAX noch bei 7.300, dann ist er ja teilweise unter 5.000 gefallen. Irgendwo da spätestens haben die Banken angefangen, sich untereinander selbst nicht mehr zu trauen. Geld wird, ich glaube, es ist eine Summe von über 200 Milliarden bei der EZB geparkt. Und das führt dann natürlich schon dazu, dass wir auf unseren Märkten verspüren, dass die Bereitschaft, Kredite zu vergeben, schwindet. Das ist gar keine Frage. Ich hoffe, dass es nur im Moment noch so eine beobachtende Phase ist, dass sich das nicht weiter verstetigt. Aber Ihre Frage inkludiert ja eigentlich auch den Gedanken, auf den man kommen muss, was kann man denn noch tun oder sind die Rahmenbedingungen noch so, dass man sie beibehalten sollte oder vielleicht etwas verändert, was ich meine ist, wenn man Regulierungsmaßnahmen vor Augen hat und die Renner kennen wir ja alle von Basel III über AIFM-Richtlinie und Solvency II. Ist es natürlich immer gut, diese Dinge zu regeln, wenn man in Richtung des Aufschwungs marschiert oder aus der Krise rauskommt, und man sollte sie nicht zur Unzeit im hohen Maße betreiben. So, und Unzeit könnte jetzt langsam wieder sein, wenn sich entscheiden soll, ob die Finanzkrise sich niederschlägt in der Realwirtschaft, dann im hohen Maße Regulierungsmaßnahmen zu fahren. Extensio ist ein falscher Weg, das ist überhaupt keine Frage. Und aktuell ist ja auch noch die Finanztransaktionssteuer dann dazugekommen, die Diskussion darum. Es ist schon mal klar, dass zumindest mittelbare Immobilieninvestitionen darunter fallen sollen, also Fonds über den Weg der AIFM-Richtlinie, die ja bis heute Unklarheiten uns verschafft. Wer ist denn da eigentlich von betroffen? Sind REITs betroffen oder was auch immer? Kommt dann auch nochmal on top, dass diese Steuer noch mehr in ihrem Anwendungsbereich erfassen könnte. Und das sind eben nicht die richtigen Signale, die wir uns erhoffen. Wir würden sagen, also in einer solchen Zeit sollte man mit Regulierungsmaßnahmen ein wenig innehalten. Das ist ja nicht das einzige Thema, bei dem die Politik verwirrende oder irritierende Signale ausstreut. Eine große Herausforderung gerade für die Immobilienwirtschaft ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt eigentlich alle begriffen, dass es ohne Fördermittel im Bestand nicht zu machen ist, wenn man die Ziele, die man sich gesetzt hat, einhalten will. Die Politik sperrt sich da oder tut sich sehr schwer, in der Richtung sich zu bewegen. Auf anderen Fronten wie Photovoltaik ist es viel einfacher, 5 Milliarden oder Ähnliches zu mobilisieren. Was glauben Sie, wie geht es da weiter? Das ist schon kurios. Ich meine, es ist immerhin bei allen klar, philosophisch klar, politisch klar geworden, dass 40% der CO2-Emissionen mit uns zu tun haben, nämlich mit der Immobilienwirtschaft. Ebenso ist klar, dass sie ihre Ziele erhöht haben. Die Sanierungsquote soll generell von 1% auf 2%, das hört sich wenig an, ist aber ein extrem hohes Ziel. Starten, dann haben sie die Politik für sich selber ja auch nochmal festgelegt, im öffentlichen Gebäude übrigens 3% dann. So, aber um diese Ziele zu erreichen, muss man natürlich Instrumente haben. Also die Latte hängt irre hoch und unter normalen Bedingungen können unsere Produkte, Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, darüber gar nicht springen. Deswegen gab es ja schon das Gebäudesanierungsprogramm, CO2-Sanierungsprogramm.
zum Glück soll es das auch noch weiter geben. Aber es reicht nicht aus. Also wir haben schon immer seitens des SIAS gesagt, Subventionsprogramme, okay, beachten wir eben Zweifel, erstmal ein bisschen grundkritisch, aber es gibt einfach Situationen, wo sie auch ihren Dienst tun. Also speziell eigentlich bei Leuten, die nicht mehr abschreiben können. Ein altes Ehepaar sitzt noch in der Wohnung, da pfeift der Wind durch. Für die ist dann tatsächlich ein Gebäudesanierungsprogramm besser. Diese Mittel sollen ja auch mit 1,5 Milliarden Teil der Energiewende aufrechterhalten werden bzw. ausgebaut werden. Aber es fehlte immer die andere Seite, die ich noch für viel effektiver halte, nämlich die in Anlehnung an den Denkmalschutz Abschreibungsmöglichkeiten zu geben. Der Effekt ist viel treffgenauer, er passt, geht schneller, jeder hat einen Steuerberater, jeder nimmt diese Mittel in Anspruch, viel zielgenauer wird das Ganze laufen. Deswegen sollte ja weitere 1,5 Milliarden entsprechend dem ZIA-Vorschlag auch in dieses Paket reinkommen, Perspektive sogar noch auf mehr und die ganzen Summen, nämlich diese 3 Milliarden, berechnet auf ein Jahr. So. Dann ist das Ding in den Deutschen Bundestag gekommen. Der Deutsche Bundestag hat das auch angenommen. Und dann fangen die Rätsel irgendwo an. Ist es nicht ordnungsgemäß vordiskutiert worden, wie auch immer. Jedenfalls haben einige Länder im Bundesrat, und das reichte aus, um es zu stoppen, das Produkt abgelehnt. Es ist auch wieder so, dass man sich in der Sache einig ist. Sie finden nirgendwo irgendeinen Politiker, egal welcher Couleur oder ob er aus dem Land oder aus dem Bund kommt, der sagt, in der Sache legen wir falsch. Alles akzeptiert. Sondern es sind schlicht die Haushälter, die sich Sorgen darum machen, dass ein solches Programm zu Mindereinnahmen in den Ländern führen kann. Eigentlich ein Klassiker. Das ist auch ein Grund, mit dem man dann vielleicht vorher schon mal hätte reden sollen, seitens Bundesregierung und Bundesrat. Ich meine aber, dass wie so häufig dann Finanzpolitiker nur zu sehr fokussiert sind auf die, wenn überhaupt vorhandenen, Mindereinnahmen in der Sache selber. Es ist meines Erachtens auch klar bewiesen, dass ein solches Programm einen hohen Konjunktureffekt hat. Das heißt, wenn man das macht, die Bauwirtschaft wird davon profitieren und viele mehr haben sie ja gleich wieder einen Konjunktureffekt. Wenn man jetzt mal einen ganz großen Bogen schlägt, sollte wirklich eine Krise wieder kommen oder im Ansatz da sind, sind natürlich Konjunkturprogramme wieder wichtig, aber dafür ist kein Geld mehr da. Das einzige Konjunkturprogramm, was dann noch da wäre, wäre genau das. Ich habe das auch immer als Konjunkturprogramm 3 bezeichnet, weil ich mir sehr viel von diesen Effekten verspreche. Dass es allgemein gut geworden ist, diese Erkenntnis, die wir durch Gutachten übrigens schon vor geraumer Zeit unterlegt haben, merken Sie daran, dass die Bundeskanzlerin beim Tag des Zentralhandwerks in Berlin das als Gegenstand eigenes Wissens der Bundesregierung auch verkündet hat und das zentrale Handwerk das genau auch zu seiner eigenen Sache gemacht hat. Das heißt also, man muss jetzt über seinen Schatten springen, muss im Vermittlungsausschuss oder auf welchem Weg auch immer dafür Sorge tragen, dass das Gesetz weiter den Weg passieren kann und es dann natürlich auch umsetzen. Gut, wenn man jetzt schon in Deutschland auf so viele Schwierigkeiten, Divergenzen etc. stößt, muss es ja in Europa um einiges schwieriger sein. Wer ist in Europa, wer sind die Ansprechpartner, wer sind die Bündnispartner? Gute Frage. Also Europa wird für unsere Branche immer bedeutsamer. Das ist richtig, weil immer mehr Richtlinien, die unsere Geschäftssysteme, unsere Modelle betreffen, auch in Europa beeinflusst werden oder wenn nicht sogar gemacht werden. Das natürlich ist erstmal die Kommission unser natürlicher Ansprechpartner und wir freuen uns darüber, dass mit einem deutschen Kommissar jemand dabei ist, der ein offenes Ohr für die Immobilienbranche hat. Günther Oettinger war 3 Tage vor der Ernennung, als er beim ZIA in Berlin einen Auftritt gemacht hat und uns über seine Perspektiven der Immobilienwirtschaft informiert hat. Das war sehr hoffnungsvoll. Seitdem steht der ZIA mit ihm auch in sehr engem Kontakt. Wir tauschen uns aus und wir werden am 23. Mai 2012, wenn unser großer Tag der Immobilienwirtschaft wieder stattfindet, erleben, dass Herr Oettinger bei uns ist und mit uns über Energie und Nachhaltigkeitsthemen diskutieren wird. Das heißt also, die Kommission ist ein wichtiger Ansprechpartner. Da sind natürlich sehr viele hohe Beamte, die mit uns reden, diskutieren. Wir haben ja auch ein Büro ZIA-seitig in Brüssel, was wir gerne nutzen. Und wir verbünden uns, um die Frage auch zu beantworten, schon von Anbeginn dort auch mit dem BDI. BDI ist seit Jahrzehnten dort tätig, hat eine noch größere Erfahrung als wir, wie man dort lobbymäßig politisch tätig ist. Davon können wir sehr profitieren. Leider gibt es nicht so etwas wie den ZIA in Europa, zumindest noch nicht. Das ist sicher eine langfristige Perspektive, die die Immobilienwirtschaft haben muss. Was es aber gibt, sind vereinzelte Verbände und einen, der sich als sehr stark, wie ich meine, auch herausgestellt hat, das ist die EPRA.
In der EPRA sind organisiert allerdings auch wieder nur sektoral alle gelisteten Unternehmen, also börsennotierte Immobilienunternehmen. Die machen ihre Arbeit sehr gut. Wir haben eine Kooperation vereinbart mit dem Präsidenten, mit Philipp Schals, der auch hier bei der Expo Real war, uns an vielen Stellen unterstützt hat. Wir haben ZIA-seitig jemanden ins Board geschickt, nämlich meinen Vizepräsidenten Uli Höller, der dort wirklich aktiv auch die Arbeit betreibt. Und wir werden im nächsten Jahr erleben, dass die EPRA als ihren Hauptkampftag Deutschland ausgesucht hat und in Berlin tagen wird. Ja, Mr. Charles war ja auch schon hier in unserem TV-Studio. Er hat sich ähnlich geäußert. Man hat ja auch gesehen am Beispiel Solvency 2, dass die Verbände gemeinsam handlungsfähig sind. Der ZIA gehört zu den Initiatoren eines Gegenvorschlags, dessen Aussichten noch nicht geklärt sind, aber immerhin ist das schon gelungen. Welchen Einfluss kann sowas auf Politik generell haben? Also ich bin verwundert. Ich meine, ich mache auch im Nebenamt schon in meinem Leben lang immer Politik und war nicht immer so zuversichtlich, dass man Dinge in komplexen Systemen, insbesondere in Europa, bewegen kann. Aber das Beispiel der Anhandgabe-Thematik, über die wir beide ja auch schon oft genug gesprochen haben, hat mir gezeigt, dass man auch mit Argumenten und Beharrlichkeit durchdringen kann. In dem Fall waren wir ja zu 100% obsiegend und haben eine große Gefahr, die auf Deutschland schon ja, nicht nur zugelaufen ist, die schon virulent war, nämlich dass Anhandgaben für die Immobilienbranche von städtischer Seite nicht mehr möglich waren, komplett beseitigt. Bei den hochkomplexen Regulierungsmaßnahmen wird sich zeigen, wie weit wir Einfluss nehmen können. In Deutschland hat es auch, meine ich, sehr gut geklappt, weil das ursprüngliche Anlegerschutzgesetz, so wie es auf den Markt kam und da schon dazu führte, dass zwei Fonds geschlossen haben, ist dann am Ende nicht mehr so verabschiedet worden. Durch viel Kleinarbeit und Diskussionen haben wir eine Reihe von Modifikationen einbringen können. Bei Solvency II speziell, wenn Sie das ansprechen, ist doch schnell die Erkenntnis auch gewachsen, dass sich Beteiligte keine Gedanken darüber machen, auf Wirkungen in jedem einzelnen Bereich. Vieles wird in Europa immer schnell über einen Kamm geschoren. Man differenziert überhaupt nicht, in welchem Einzelmarkt sie sich befinden, in welchem Produkt sie sich befinden. Es entstehen Unschärfen, sie wissen noch nicht mal, welches Produkt davon überhaupt betroffen ist. Und wir nennen das auch immer, welche Kollateralschaden für die Branche dann entstehen. Und was ich konkret meine, ist, dass wir nicht nur die Vermutung hatten, dass der Stressfaktor, also die Eigenkapitalunterlegung von 25% zu hoch sein werden. Wir konnten es dann durch ein Gutachten, das wir initiiert haben oder mitinitiiert haben, dann auch belegen. Da kommt heraus, dass 15% das Maximum eigentlich sind. Wir können solche Unterlagen dann zur Verfügung stehen und das wird sehr ernsthaft auch aufgenommen und geprüft. Aber wir sind dann noch am Anfang, wie es ausgehen wird, vermag ich nicht zu beurteilen. Sagen wir mal toi toi toi, ja. Viel Erfolg auf dem Weg zum zentralen Immobilienausschuss Europa. Das ist aber große Zukunftsmusik, darüber werden wir uns auf der nächsten Expo noch nicht unterhalten, denke ich. Gut, aber es werden noch viele Expos kommen, also irgendwann kommt vielleicht auch dieser Tag. Erstmal herzlichen Dank, schöne Restmesse noch, muss man sagen und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.